Wir sind da in Birkwald auf 1000 Meter Seehöhe, genau in Saaleck. Wir haben einen Milchviehbetrieb gemischt mit Wagyus. Wir haben einen Mutterkuhstall gebaut voriges Jahr für 40 Stück Viecher und stellen nächstes Jahr komplett auf Wagyus um. Genau. Bevor wir umgebaut haben, haben wir eine Anbindehaltung gehabt. Und weil die Schwiegereltern doch noch relativ viel im Stall gemacht haben, oder besser gesagt der Schwiegervater, haben wir uns für eine arbeitsextensivere Fütterungsweise entschieden. Weil so ein Borderfuttertisch, der was befahrbar ist, auch sehr viel Platz wegnimmt und wir doch irgendwie von unserer Hanglage was braucht haben, was ein bisschen ein Platzersparnis ist, hat das für uns eigentlich super passt. Wir haben das ein paar Mal in Schwafbetrieben schon gesehen, das hat mir gut gefallen und so haben wir uns dafür entschieden. Wir haben ein Feedstar Basic mit Funkfernbedienung, bestücken das Ganze mit einem Rumpelnauflöser. Unser Förderbandel ist 35 Meter lang und 80 cm breit. Derzeit füttern wir damit 20 Wagyus und 15 Fleckviehkühe. Im Normalfall bestücken wir unser Futterband zweimal am Tag. Dazu ziehen wir es ganz zurück einmal. Da wird das Restfutter eigentlich von selber dann schon runtergeworfen. Also man braucht da händisch nichts mehr tun. Das bringt schon mal sehr viel Ersparnis. Wir haben da keinen zusätzlichen Arbeitsschritt. Dann schalten wir unseren Rundballenauflöser, den man nachher vielleicht kurz sehen kann, an. Und legen direkt mit dem eigentlichen Siloballen auf das Futterband. Wenn wir gerne Heu dazu mischen wollen oder Mais-Silo, dann tun wir das einfach wechselweise quasi. Von oben hauen wir Heu runter und vom Rundballenauflöser wird eine Silage aufgelegt. Eine extreme Zeitersparnis, eine extreme Arbeitserleichterung. Wir haben vorher in unserem Anbindestall noch in einen Trog eingefordert. Also da haben wir die doppelte Belastung gehabt. Futter auf die Gabel. Aufheben, einfordern. Das war schlecht zum Ausputzen. So wie wir jetzt füttern, braucht man im Durchschnitt zwischen 10 und 15 Minuten, sage ich mal. Je nachdem, ob man kombiniert füttern oder nur ein Futterort. Das ist eine enorme Zeit- und Kraftersparnis. Also ich glaube, das spricht für sich. Was für uns auch absolut ein positiver Vorteil war, ist, dass man keinen so einen breiten Futtertisch brauchen, weil wenn du halt einen Futtertisch machst, brauchst du einen 3 Meter Bratfrost und das geht da einfach enorm viel Platz. Das wäre baulich bei uns nicht gegangen und auch aus Kostengründen haben wir uns dadurch für das Feedstar Förderband entschieden. Das Futterband, das haben wir selber einbaut, also das ist überhaupt gar keine Tragik. Mein Berater hat mir da natürlich geholfen und in einem halben Tag haben wir das auch eingebaut gehabt. Bisher ist wirklich alles problemlos abgelaufen. Die Fütterung funktioniert einwandfrei. Wir haben wir haben da keine Störungen gehabt. Also wir würden das Futterband sicher wieder einbauen. Kann es an jeden weiterempfehlen. War die beste Investition, was wir gemacht haben.